Hi, servus. Herzlich willkommen zu Pfennig Time, dem Online-Format, in dem wir Gogo und Butze euch die Produktpalette von Pfennig näher bringen. Let's go! Heute geht es bei uns um den Hobo Solo. Hier ist Gogo von der Produktentwicklung. Ja. Wir machen so tolle, geile, neue Sachen. Was ist der Hobo Solo? Warum haben wir hier zwei verschiedene Varianten? Unsere Hobos sind ja soweit schon bekannt. Wir haben ja den Hobo Basic, den Hobo Premium, den Basic mit Erweiterung. Aber eine andere Folge, anderes Teil. Wir haben mal wieder einmal aus Edelstahl und einmal aus Titan einen Hobo entwickelt. Sehr kompakt, sehr leicht. Der kleinste Hobo, den wir ins Sortiment jetzt aufgenommen haben. Gerade für den Ultraleichtträger mit gerade mal 190 Gramm. Wiegt der mega leicht. Was wäre der Unterschied zur Edelstahl-Version? Die Edelstahl-Variante wiegt 270 Gramm. Auch nicht gerade schwer. Ist halt Titan. Wenn er so klein ist, kann ich mir darauf einen Kaffee kochen? Das geht. Ich habe da mal was vorbereitet. Sprich, wenn wir zu zweit unterwegs sind, Käffchen für uns beide ist drin? Geht. Definitiv. Cool. Können wir unser kleines Mitglied mit dasselbe Betriebsmittel betreiben wie auch unser größerer Hobos? Selbstverständlich. Also, man kann genau mit den gleichen Brennstoffen auf dem kleinen Hobo arbeiten wie auf dem großen auch. Was haben wir? Wir haben den klassischen Trangia Spiritusbrenner aus Titan, selbstgebaute Spiritusdosen und Brennpaste. Funktioniert. Für Trangia-Brenner haben wir dann auch nochmal einen Einsatz? Genau, wir haben extra mit dem Trangia-Einsatz, haben wir sogar geschafft, den Trangia-Gas-Einsatz da reinzubekommen in den kleinen Hobo. Dabei dient der Hobo als Windschutz für den Trangia-Gas. Du kannst bei diesem Hobo sogar mit Grillanzündern arbeiten. Mhm. Du kannst mit solchen Grillanzündern arbeiten und du kannst mit Trockenbrennstoff arbeiten. Das beinhaltet alles ein und dasselbe Hobo. Also, wie gewohnt, auch vorne durch die Öffnung nachlegbar Holz in kleinen Stücken. Feuerholz ist so die Grundbasis für jeden Hobo. Grillen? Wir können darauf grillen. Ja, kleine Nürnberger zum Beispiel können ja drauf grillen. Wir haben bei diesem kleinen Hobo Solo das gleiche Konzept eingesetzt, wie wir es auch beim Titan oder beim Premium Hobo an sich eingeführt haben. Wir haben ein wendbares Topfkreuz und ein steckbares Topfkreuz in der Länge. Du hast da was vorbereitet. Richtig. Wunderbar, ich freue mich. Und wenn ich das jetzt drauf setze, dann hast du wieder die Hitzeverteilung in die Richtung, in die Länge gezogen durch das Topfkreuz und du hast eine schöne gleichmäßige Bräune auf deinem Brötchen. Deinem Sonntags, so wie ich es gerne habe. Oh, lecker, ey. Saugeil. Jetzt haben wir gesehen, wir können echt viel abdecken mit dem Hobo Solo. Welche Einsatzgebiete haben wir denn eigentlich im Gesamten? Im Gesamte. Also man kann eigentlich komplett breit gefächert das Einsatzgebiet nennen. Trekking. Wandern, klassisches Wandern, ultraleicht Trekking aufgrund von seinem Gewicht von gerade mal 190 Gramm. Wir haben Fahrradtouren, wir haben Survival, Bushcraft, ein Festival zum Beispiel. Ein Festival. Hallo. Oh, komm. Komm wieder zurück. Ich bin langsam echt satt. Von was? Vergiss es. Ich will es gar nicht wissen. Wir haben jetzt langsam echt alle Funktionen gezeigt. Mhm. Die Einsatzgebiete, über die haben wir geredet. Mhm.
Was bleibt eigentlich noch zu sagen? Wir produzieren die Teile komplett bei uns im Haus. Alles hier in Hasselbühl, made in Germany. Wir vermeiden lange Transportwege, deswegen alles bei uns direkt im Haus gefertigt und produziert. Und dazu muss man sagen, wir schauen natürlich auch auf Nachhaltigkeit. Deshalb haben wir eine wiederverwendbare Verpackung. Ja. Also wir versuchen, Verpackungsmüll so gut wie es geht zu vermeiden. Deshalb bekommt ihr auch zu jeder Bestellung einen Pfennigsticker und nur eine Schnellstartanleitung. Also nicht viel gedrucktes, nein, kein Handbuch. Ihr habt hier auf der Schnellstartanleitung einmal eine kurze Einweisung, wie der Hobo Solo zusammenzubauen ist. Und außerdem findet ihr einen QR-Code. Genau. Wenn man den scannt, kommt man auf die große Betriebsanleitung. Richtig. Wo man alle Funktionen im Detail mit Bildern mehrere Seiten lang mit allen Funktionen, Aufbauten, Optionen. Real men don't need instructions. Nope. Deshalb folgt uns auf Instagram. Gerne doch. Auch auf YouTube, abonniert unseren Kanal. Für mehr Infos zu allen Fennec-Produkten. Und dann sagen wir Butze und Coco. Adios. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.